Meine große Rolle in der Spielzeit 32-33 ist der Mephistopheles, des Chaos wunderlicher Sohn. Für keine andere habe ich jemals so viel Eifer aufgebracht. Eingesperrt in seinem Ehrgeiz wie in einem Gefängnis. Genießt und erleichtert der Schauspieler Höfgen ein Schicksal, das ihm außerordentlich erscheint. Das Schlimmste ist, dass die Menschen, mit denen ich Umgang habe, die Gefahren ja gar nicht zu bemerken scheinen. Dieses Land ist beschmutzt und niemand weiß, wann es wieder rein sein wird. Steckt nicht in jedem rechten Deutschen ein Stück Mephistopheles, ein Stück Schalk? Der Mephisto wird mein Meisterstück sein. Ich spiele ihn als den tragischen Clown, als diabolischen Pierrot. Bin ich eigentlich ein sehr großer Schurke? Wieso denn Schurke? Warum denn eigentlich Schurke? Ich hab doch nur Erfolg.